jetzt kommt er mal zu einer deutschen Künstlerin, die singt in erster Linie, aber nicht nur mit dem Gesang in die Schlagzeilen geraten von Zeit zu Zeit. Die Rede ist von der Nina Hagen. Sie ist auf Europa-Tournee und innerhalb von dieser Europa-Tournee hat sie auch die Schweiz beglückt. Sie tritt heute Abend in Zürich auf. Kann ich sagen, das Konzert ist total ausverkauft. Morgen ist sie in Thun, dort gibt es noch Billett, und am übermorgen ist sie in Lausanne. Und vielleicht ist es am besten, wenn ich sie gerade selber zitiere, im Zusammenhang mit ihrem neuen Programm, mit ihrer neuen Lebenseinstellung, sagt sie von sich selber, sie sei ein lebendiger Teil vom Universum. Für sie gäbe es nur noch Liebe und Missionsarbeit. Das schreit natürlich nach einer genaueren Erklärung. Der Andi Müller hat mit ihr heute Nachmittag ein Interview machen können. Ich weiß, dass wir uns her. Zwar oft rauf und runter, aber eigentlich geht es immer weiter. Und als Fisch schwimme ich überall hin, wo ich gebraucht werde. Ganz magnetisch, ganz von allein, mit Gottes Hilfe natürlich. Und dann gehe ich überall dahin, wo meine Predigten, meine musikalischen, gerne gehört werden. Und das war in Amerika auch so? Es ist überall so, wo die Leute in mein Konzert kommen. Ja, wie ist... Es gibt da ein gewisses Nina Hagen-Syndrom, welches sich im Mittelpunkt des Namens zusammenfindet. Und es heißt Aha. Und es ist mein Schlachtruf. Aua, aua, aha, aha. Denn wir sind Studenten der Gotteswissenschaft und wir lernen nie aus. Wir lernen immer mehr und immer mehr. Und es geht immer weiter und immer weiter. Und es wird auch immer besser und immer besser. Die Weisen sagen, es geht höher und höher auf der Leiter. Ja, und ich lese ganz viele Bücher, während ich unterwegs bin und werde immer klüger und immer klüger. Ja, und meine Show wird auch immer besser und immer besser. Aber das habe ich ja schon gesagt. Yeah. Befriedigende Tätigkeit ist das Wichtigste für den Menschen, wenn er... sich anfängt zu langweilen oder keinen Sinn im Leben sieht, dann wird er krank und die ganze Gesellschaft erkrankt in einer gewissen materialistischen Erkrankungserscheinung. Stichwort Schweiz. Jeez. Schweiz ist doch toll. Sogar David Bowie wohnt hier. Sogar. Okay, und was kommt? Was kommt die Zukunft? Was bringt sie? Es wird immer besser und immer besser. Da kommt 1984 ein Spielfilm und ein Dokumentationsfilm über mein Leben bisher. Wir haben ganz viel immer mit aufgezeichnet, auf Video und alle möglichen Tourneen und meine DDR-Filme und DDR-Fernsehauftritte und meine schwedischen Fernsehauftritte und so. Da machen wir einen interessanten Film draus. Der kommt nächstes Jahr? Der kommt nächstes Jahr. Und nächstes Jahr im Herbst fangen wir auch an zu drehen für unseren Spielfilm.
Doch ich weiß mehr. I love you. And I really mean it. Nach den klaren und tiefsinnigen Aussagen von Nina Hagen dürfte sämtliche Klarheit restlos beseitigt sein.